Der 1. FC Köln kommt als Tabellenletzter nach München. Die Kölner haben in dieser Saison noch kein Bundesligaspiel gewonnen und vor einer Woche den Trainer entlassen. U19-Trainer Stefan Rutenbeck soll bis zur Winterpause nun die Kölner Profimannschaft betreuen. Die Jungs wollen dann auch schon in Battle, ne? Also die wollen schon auch dann zeigen, dass sie da halt auch bestehen können und gegenhalten können. Also Angst werden die nicht haben. Also ich glaube, wir haben da viele junge Spieler, die es gerne annehmen wollen, den Kampf, ihre Zweikämpfe, und werden wir sie entsprechend darauf einstellen und dass sie einfach auch Bock haben auf das Spiel, das auf jeden Fall mitzunehmen. Egal, was da nachher bei rumkommt. Der FC Bayern steht am anderen Ende der Tabelle, auf Platz 1. Zwischen den Münchnern und den Kölnern beträgt der Abstand 32 Punkte. Für den 1. FC Köln geht es bereits in dieser Phase der Saison gegen den Abstieg. Da die Kölner bisher nur 3 Punkte haben, bedeutet jedes Spiel Kampf um den Klassenerhalt. Es ist ein Endspiel für uns. Du hast immer noch die Möglichkeit, irgendwie mit einer Serie nochmal ranzukommen, und da werden wir die Jungs dran erinnern. Also wie gesagt, abschenken, das dürfen wir auf gar keinen Fall. Müssen versuchen, alles rauszuhauen mit den Jungs, die wir da haben, und das Ding auch versuchen, positiv anzunehmen. Also wenn wir da jetzt schon Angst haben wie so eine kleine Maus von einer großen Schlange. Die Begegnung am 16. Spieltag zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln wird am Mittwoch, den 13. Dezember, ausgetragen.